Freunde der galaktischen Sonne, die Frage ist natürlich, welche Sonne von den paar Milliarden, die es wahrscheinlich da draußen gibt? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Part von Mario Galaxy. Freunde, was geht? Diese Woche war ziemlich chaotisch bei mir. Dementsprechend kam gestern leider kein Video auf diesem Kanal, weil ich es einfach nicht geschafft hatte. Ich habe auch überlegt, woran es liegt, dass ich diese Woche so im Verzug bin. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass sehr viel privater Stuff abgeht, also viel im Privaten, worum ich mich kümmern muss, beziehungsweise auch möchte. Muss es natürlich immer relativ, man kann ja auch sagen, nee, mache ich jetzt nicht. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum ich diese Woche irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen zurückhänge. Wie ein Anhänger, ein Autoanhänger. Aber darum soll es erstmal nicht gehen, denn wir werden jetzt Bowsers Sternfabrik fetzen. Aber ganz gottlos wird Zeit, dass wir Bowser jetzt hier wegjäten. Da habe ich böse Bock drauf. Das ist ein guter Start in den Part. Kampf in Bowsers Festung. Rein geht's. Ich erinnere mich noch ganz gut an diese Level. Ich meine, dass die Level mehr oder weniger immer gleich aufgebaut gewesen sind. Zumindest von dem Bowser-Kampf, der einen erwartet. Von daher, rein geht's. Aber diese Level waren auch... Oh Gott, der Soundtrack. War auch immer so episch. Es gibt auch so einen ultra-epischen Soundtrack auf YouTube. Ich habe vergessen, wie der Remix heißt. Irgendwie Bowser Remix müsste ich mal raussuchen. Den lasse ich auch hin und wieder mal bei Mario Kart 8 K.O. Battles laufen. Hi. Ich fühle einen großen Stern da drin. Aber der Weg dorthin ist sicher mit Fallen gespickt. Oh Mann, pass gut auf dich auf. Natürlich werde ich gut auf mich aufpassen. Oh yeah. Freunde, vor allem, ich war jetzt gerade so ein bisschen mit einem Kundendienst im Chat, sage ich mal so. Denn ich habe mir ein Laufband für den Schreibtisch bestellt. So ein Schreibtischlaufband. Also quasi, ich kann ja diesen Schreibtisch, wo ich jetzt gerade vorsitze, nach oben fahren. Und mir ist persönlich einfach, vor allem in letzter Zeit, ziemlich stark aufgefallen, das war super stupid, dass ich halt leider kaum Bewegung im Alltag habe. Ich habe inzwischen angefangen, Sport zu treiben. Aber ich bin halt wirklich nur an den Tagen aktiv, wo ich auch im Gym bin. Und das ist halt, ja, nicht so ganz cool, weil dementsprechend bekomme ich es halt nie hin, ja, einen coolen Lifestyle zu haben, beziehungsweise genug Bewegung im Alltag, sodass ich halt auch ein Kaloriendefizit jetzt für den Sommer aufbaue. Der sportliche Boss, mehr oder weniger. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wie bekomme ich es am besten hin, genug Bewegung in den Tag zu bekommen? Weil das Wichtigste ist es wirklich, genügend Schritte im Tag aufzubauen. Jetzt kann man natürlich sagen, ach David, komm, als ob du keine halbe Stunde am Tag Zeit hast, um ein bisschen spazieren zu gehen. Tatsächlich nicht, nee. Also aktuell, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es sind sehr viele Projekte, was mich aber auch sehr glücklich macht, weil es geht momentan sehr gut voran und das mag ich sehr, sehr gerne, wenn Arbeit vorangeht. Und ja, genau, deswegen habe ich mir jetzt so ein Laufband bestellt. Moment, Freunde, wir kommen gleich dahin. Hallo, Bowser! Also ich würde echt ziemlich dringend zum Arzt gehen, wenn ich Meteoriten spucken würde. Also, puh. Also nur so ein kleiner Tipp von Mario. Musst du nicht machen. Musst du nicht wahrnehmen, diesen Tipp. Es reicht auch, wenn du hier weiter ein bisschen Feuer spuckst. Hi, Bowser. Das ist so episch. Du bist weit gekommen und auch weit erschienen. Dich werde ich zerquetschen und dann die Fetzen im Weltall verteilen. Boah, das ist gar nicht mal so freundlich. Das ist gar nicht mal so nett. Und ganz simpel kann man Bowser hier besiegen, indem man ihn dazu zwingt, auf solchen Dingern hier zu landen. Ja, da brennt dein Arsch, was? Als ob du gerade mexikanisch essen gewesen bist. Und vertrau mir, Bro, das sind richtig schlimme Schmerzen. Denn es brennt immer zweimal beim Schafessen. Vor allem, sehr cooles Detail, wenn wir Bowser wegklatschen, verliert er die Stacheln am Rücken. Ist schon ziemlich beeindruckend. Am Rande eine kleine Urpalade. Aue! Notiz, einmal bitte wieder da drauf. Als Kind habe ich teilweise so lange gebraucht, um Bowser zu besiegen. Und jetzt ist es tatsächlich gar kein Act mehr. Ich liebe es auch, wie man ihm immer entgegenkommen muss mit dem Schlag. Okay, ein Schlag muss aber noch da sein. Die berühmten drei Leben, die hier auf uns warten. Das ist echt einfacher als gedacht. Ich habe das irgendwie als Kind viel schwieriger in Erinnerung. Und deswegen ist dieses Let's Play auch noch so cool, weil ich super viele Kindheitserinnerungen habe und teilweise, ja, stimmen die gar nicht mehr. Also,
früher als Kind habe ich wahrscheinlich länger gebraucht. Aber zum Beispiel jetzt ist es gar kein Problem gewesen, dieser Fight. Das war einfach Speedrun Any Person, mehr oder weniger. Ha! Ist nicht so geil, wenn einem der Hintern versohlen würde. Also klar, es gibt Leute, die stehen darauf und das ist voll in Ordnung. No King Shaming. Ach, ist das mies gelaufen! Wie Sprinter, die auf dem letzten Platz gelandet sind. Aber mein Plan kommt gut voran. Mario, glaubst du kannst mich aufhalten? Tschüss, Bowser. War mir eine Ehre, mit dir zu quatschen. Cheerio! Da ist der große Stern. The Big Star, womit wir Rosalina zutiefst beeindrucken können. Da ist das Ding. Sodass unsere Sternwarte... Bam! Bam! Sodass unsere Sternwarte more energy bekommt und wir ja auch Sylt erreichen. Oder Malle. Oh, da habe ich auch eine Real-Life-Story. Freunde, es gibt viel zu berichten. Das mag ich immer sehr gerne in Mario Galaxy. Aber dadurch, dass das Game halt für mich nicht blind ist, kann ich zwischendrin mal darüber reden. Oh, das ist so schön! Geil, ey! Und da ist die Bücherei, die Bibliothek. Bibliotheka. Aber die werden wir wahrscheinlich später erst freischalten, denn zuallererst geht's in die Küche. In the kitchen. Bam, Stern 26. 515 Stern-Speed haben wir inzwischen gesammelt. Ey, das sind einige neue Galaxien. Ein großer Stern ist zurückgekehrt und du kannst jetzt zu einer Kuppel weiter im Inneren gehen. Aber die Sternwarte macht immer noch keine Anstalten, sich zu bewegen. Die Powersterne reichen noch nicht aus. Kein Problem. Die Schurken, die deine kostbare Person entführt haben, haben sie bis zum fernsten Ort gebracht. Dem Zentrum des Universums. Oh, ihr habt das gar nicht gehört, was ich gedrückt habe, sorry. Wenn unsere Sternkraft zurückgekehrt ist, kann die Sternwarte bis zum Zentrum des Universums fliegen. Dann siehst du auch die kostbare Person wieder. Yay, und dafür werden wir sorgen. Damit Peach mir ein Küsschen auf die Backe gibt und ich sie nie wieder sehe, bis sie wieder entführt wird und ich sie wieder rette. Und irgendwie ist das eine sehr einseitige Beziehung. Aber die, ist das eine parasoziale Beziehung zwischen Peach und Mario? Könnte sein, nicht wahr? Hoppala. Alter, so rettet man sich. Gar kein Problem. Auch wenn Rosalina ihn immer wieder hochholt. Wir probieren es aus. Rosalina? Hui! Vor allem von dem Punkt aus, wo wir runtergejumpt sind. Okay, auf geht's in die Küche. Und mal gucken, was für Gerichte so hier auf uns warten. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Aber darum kümmern wir uns natürlich ein bisschen später. Guck mal, wir haben so viele Sterne, dass wir da schon hinsliden können. Wir schalten erstmal das hier frei. Und zwar die Glasstrand. Oh, ich weine. So eine geniale Galaxie. Also daran kann ich mich richtig gut erinnern als Kind. Da habe ich sehr viel Zeit verbracht und es war immer cool. Was glitzert da im Meeresboden? Ist das etwa ein Schatz? Oh, schön. Einfach nur schön. Wir müssen die Sternteile einsammeln. Let's go. Und während wir den Bums gleich einsammeln, kann ich dann die tragische Geschichte mit meinem Laufband erzählen. Hallo. Das ist das Paradies der Pinguine, der Glasstrand. Yippie-yay-yay, Schweinebacke. Hallo. Frag deine Meereskumpels, wie man schwimmt, sie werden dir es sagen. Ich find's viel lustiger, wenn man so eine Psychostimme hier rausholt. Ich will immer einen Hechtsprung machen, aber es geht in der Luft leider nicht. Ja, ich habe die Glitzerdinger schon gesehen, mehr oder weniger. Da glitzert's im Meer. Was geht, Big Boss? Die Schüler sind abgelenkt von dem glitzernden Teilen im Meer. Ich glaube, das ist Speed. Ach, egal. So können sie doch die Abschlussprüfung hier ablegen. Und wenn du die Speed... die Teile gefunden hast, bring sie mir. Ich werde sie konfiszieren, okay? Let's go. Also, Freunde, während wir hier so ein bisschen im Meer swimmen gehen, sorgen wir erstmal dafür, dass wir irgendwo so einen Green Shell herbekommen, denn damit kann man am einfachsten schwimmen. Aber, was ich sagen wollte, ich schließe vorhin mein neues Laufband an, habe die 25 Kilo nach oben gehievt
Weil ich wohne ganz oben in der zweiten Etage. Ja, klingt erstmal nicht viel, aber das Ding ist echt sperrig. Sperrig. Sperrisch. Ui. Also war echt gar nicht mal so einfach, das Ding hochzuschleppen. Schließe es an. Es läuft. Ich denke mir, wow, geil. Mega, mega cool. Das freut mich, dass es läuft. Und jedes Mal nach 5 Sekunden ist dann Bug. Nach 5 Sekunden hört das Ding auf und da steht Error. Und ich dachte so, nein, das kann jetzt nicht wirklich sein. Weil dieses Ding, ne, wieder einpacken, zurückschicken und dann auf ein neues Gerät warten. Boah, da sehe ich mich halt echt nicht. Ich habe jetzt dem Verkäufer geschrieben, ob das vielleicht ein bekannter Bug ist oder ich einfach irgendwas falsch gemacht habe bei der Installation. Weil du musstest da auch so ein Öl reinkippen, was, ja, damit es halt geschmiert bleibt. Ich hoffe einfach, dass es irgendein Bug ist, den man sehr leicht fixen kann. Nicht, dass es heißt, oh ja, das Gerät ist kaputt, bitte schicken Sie es nochmal zurück. Boah, hätte ich da keinen Bock drauf. Und das ärgert mich, weil ich habe mich schon gefreut, jetzt am Wochenende zu cutten und dabei zu laufen. Weil das ist wirklich das Ziel, was ich jetzt anvisiere. Während des Schneidens, während des Arbeitens am PC, halt mehrmals am Tag einfach das Ding anzuschmeißen. Und, oh, vielleicht ist hier irgendwas drin. Ja, ich wusste es. Und dementsprechend einfach so ein bisschen Bewegung in den Alltag zu bringen. Weil das würde mich so freuen, das würde mich so glücklich machen. Und genau das ist halt mein Ziel. Einmal rein. Hallo. Hallo. Ja, teilweise ist die Schwimmsteuerung ziemlich broke. Geil, we made it. Ja. Hey, kann man doch auch easy irgendwie ohne hochkommen mit irgendeinem Trickjump, oder? Ist das wirklich nicht möglich? Das überrascht mich dann an der Stelle ziemlich stark. Dü-dum. Jeha! Bäh. Ich hab das gerade wirklich für einen One-Up-Pilz gemacht, oder? Ja gut, hab ich gesagt, dass es einfach wird. Man muss hier sogar die Treppe hochholen. Das muss man doch auch so schaffen, oder? Brr. Wirklich? Einfach mit einem Rückwärtssalto? Ah, komm nochmal, Mario. Aber er kann von der Wand nicht wegspringen, ist das Problem. Schade, Marmelade. Naja, dann sorgen wir nochmal für den Wandsprung, sodass wir auch wirklich hochkommen. Easy, easy, tamam, tamam. Ja, genau. Und das ist jetzt meine große Angst, dass ich jetzt wirklich dieses Kackding nochmal wegschicken muss. Ey, hätte ich da keinen Bock drauf. Ja, das, damit habe ich mich vorhin so ein bisschen rumgeschlagen. Dann habe ich tatsächlich vorhin noch ein Placement geschnitten. Das ist eh ganz, ganz verrückt, weil ich früher halt nie sowas wie Placements hatte. Und inzwischen hatte ich bisher eins auf dem Hauptkanal. Das war... in dem Video, wenn ich lache, muss ich den Speedrun resetten in Mario Odyssey. Uhuhuhu, Rosalinas Bibliothek hat offen, oh mein Gott! Ich freue mich schon. Aber wahrscheinlich werden wir das im nächsten Part machen, damit ich mich richtig freue auf den nächsten Part. Genau, und da habe ich heute noch eins geschnitten. Das ist immer so etwas, wo ich früher dachte, wenn man das macht, hassen einen alle Zuschauer. Bis ich halt irgendwann für mich selber begriffen habe, es ist überhaupt nichts Schlimmes. Vor allem, wenn das eine coole Sache ist und man eine coole Sache vorstellt. Und vor allem, wenn es halt thematisch irgendwie passt. Abschlussprüfung, Schwimmklasse, rein da. Passend zu allen, die aktuell Abi schreiben. Viel Erfolg an der Stelle, fällt mir jetzt gerade ein. Genau, und das habe ich halt heute Morgen fertig geschnitten. Ist auch irgendwo wichtig, finde ich persönlich, sowas anzunehmen. Weil dann bist du halt nicht abhängig von Spenden, von Zuschauern unter anderem. Und hilft halt, um das Ganze hier zum Wachsen zu bringen mit dem nächsten Kanal, der kommt, damit ich Ansgar weiterhin bezahlen kann und so. Und ja, deswegen ist es eine feine Sache. Und es ist halt sehr cool, wenn man da immer kreativ sich ausleben kann, um gewisse Dinge vorzustellen. Und das war so das Hauptding, worum ich mich heute Morgen gekümmert habe. Legst du auch die Abschlussprüfung für die Schwimmklasse ab? Ja, sicher, ja klar. Ja klar, ja klar. Der Test besteht darin, Panzer im Meer aufzusammeln. Bring mir den goldenen Panzer, der irgendwo im Meer liegt. Okay. Wo ist denn der versteckt? Ah ja, wait a minute. Ich weiß sogar grob, wo der versteckt ist. Ich meine, dafür muss man noch safe so eine Wand kaputt machen, nicht wahr? Aber dafür müssen wir... Ey, das ging schneller als gedacht. Hi. Brr. Wirklich? Das war's? Das war's? Das kann aber nicht das Level gewesen sein, oder?
Wenn ja, ging das Level gefühlt 10 Sekunden. Hey, komm mal. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du ihn tatsächlich bringen würdest. Nun, dann gebe ich dir eine riesige Goldmedaille. Das ist es tatsächlich gewesen. Okay, das war wirklich Speedrun Any Person? Great. Ja. Wenn die Pinguine so freundlich sind. Das hast du gut gemacht, aber bist du überhaupt einer meiner Schüler? Wir reden nicht mehr darüber. Ich nehme die Goldmedaille und werde sehr schnell Milch kaufen und Zigaretten. Was? Nein. Say no to milk. I mean cigarettes. Yeah. Rein da. Da ist die nächste Goldmedaille und der dritte Stern im heutigen Part. Es ist echt heftig, wie schnell es vorangeht. Gut. Oh, und ein weiteres Kapitel wurde im Bilderbuch hinzugefügt. Ich freue mich so sehr, euch da was vorzulesen. Das wird echt Gänsehaut pur werden, da reinzusteppen. Okay. Ja, wir machen erstmal den Glasstrand weiter. Da haben wir noch einige Sterne zur Verfügung. Ich meine auch, dass es dort einen Secret-Stern gibt, wo wir gerade reingegangen sind. Das Rätsel der Strudelhöhle, oder doch nicht? Weil ich meine, man konnte mit der Golden Shell die Wand zerstören. Und dann konnte man dementsprechend genau dort... Ja, nee, es ist doch jetzt erst soweit. Und ich meine, das war voll... Ey, als Kind hatte ich in dieser Höhle richtig Schiss. Wegen diesen ganzen Fledermäusen und dieser gruseligen Atmosphäre. Das war echt spooky. Spooky-mooky. Alright. Okay, dann geht's saftig, maftig runter. Da ist aber kein Secret-Stern drin, oder? Dort, wo es so leuchtet. Weil man kann erstmal jetzt mit einer Green Shell einmal dagegen hauen. Brr. Es ist immer wieder so ein Brr-Moment. Du denkst, ah, cool, cooles Secret. Und dann kriegst du so einen dämlichen One-Up, der dir eh nichts bringt. So, wir sollten vielleicht ein bisschen aufpassen. Weil ersticken ist, glaube ich, sehr unangenehm. Das stelle ich mir ultra unangenehm vor. Ja! Tschüss, Pinguin! War mir eine Ehre, mit dir dort unten zu chillen, mit dir zu tauchen, mit dir zu schwimmen und mit dir noch ganz andere Dinge zu machen. Genau diese Viecher meine ich. Vor allem, ich weiß noch, meine Mom hat voll Angst vor Fledermäusen, weil in der Wohnung, wo die gelebt hatten, ist sie abends so random ins Badezimmer gegangen und da war da einfach eine Fledermaus drin. Genau so kann man sich's vorstellen. Boah, nervig. Das war jetzt echt gar nicht mal so cool. Naja, machst du nix. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass wir die Box dort unten nicht öffnen müssen. Wir steppen da jetzt einfach rein. Ich hätte nicht gedacht, dass die Fledermaus einfach Kryptonit ist. Uppala, hier unter Wasser. Hallo. Geil, wir kriegen dich doch. Arrivederci. Ich wusste es, ich habe nur nicht gut genug gezielt vorhin. Kann man alle drei auf einmal zerstören? Warum geht das nicht? Das wäre dann echt Shortcut LP. Hallo, hey, ho. Ich mach den Schuh so wie Kage. Tschüss. Fledermäuse sind manchmal schon echt unangenehm. Nicht wahr? Also, du, das sind auch nur Tiere. Vor allem sind die sind blind. Die orientieren sich mit Ultraschall, oder? Also quasi mit Schall. Warte mal. Was sagen muss ich hier nirgendwo. Wow, rüber? Man hätte auch easy einfach hier rüber jumpen können. Bin ich fest überzeugt von. Auf süß. Aber auf ganz süßer Basis. Dum. Sag ich doch. Kein Problem. Es ist mal wieder Shortcut LP, den man hier grüßen kann. Aber ich glaube, ja, der Weg ist zu weit. Da kommen wir definitiv nicht rüber. Whoopala. Wow! Dreht euch nicht unangenehm um. Hui! Okay, wir sind kurz vom Ende. Das lief doch erfolgreich. Einmal runter. Alter, wisst ihr, wer wohl die geborenen Türsteher wären? Twurms. Wenn du in einem Club nie wieder Probleme haben willst, stell Twurms ein. Kein Problem. Jemand macht Stress. Twurm klatscht auf den Boden. Einfach, oder? Yeah. Crazy. Woo. Ist das schon Number 4 oder Number 5? Number 4, oder?
Vor allem mit diesem Feuer jetzt gerade im Hintergrund. Ah, und dieser sehr entspannenden Musik. Ich liebe es so sehr. Einfach so ein Legenden-Game. Mario Galaxy ist einfach so ein pures Legendenspiel. Kann man nicht anders sagen. Oi, das gibt einige Secret-Sterne, wie es scheint. Rein da! Das Rätsel der Strudelhöhle. Gibt also doch noch woanders einen Stern. Guck mal, ich kann mich nicht erinnern, wo. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt ein bisschen im Level umsehen. Aha. Das wird interessant. Weil ich weiß echt nicht, wo der Secret-Stern ist. Das bedeutet, wir müssen jetzt gemeinsam suchen. Wahrscheinlich wird irgendwo was unter Wasser sein. Oh, wait a minute. Kann ich den Dudorino hier oben? Weil er sieht so aus, als ob man ihn an... Oh, nee. Ich erinnere mich. Grob, glaube ich. Hallo. Auch in Mario Galaxy ist es ziemlich beschissen, aus dem Wasser zu springen. Aber nur ein bisschen. Hi. Schleudere keinen Panzer gegen die Wand am Meeresgrund. Das könnte schlimme Folgen haben. Oh, zu spät. Und zwar da oben. Da ist auch extra so eine Mini-Plattform. Sodass man aus dem Wasser gut rauskommt. Geil. Hallo? Ich wollte gerade sagen, Nintendo wusste, dass ich auf jeden Fall... Oh, ich erinnere mich. Wir müssen hier mit einer Green Shell hoch. Das war die Herausforderung. Und ich glaube, dass es dann... Whoopala? Hallo? Eine Truhe gab, wo ein Stern drin ist. Aber du findest Green Shells nur im Wasser? Ich wollte gerade sagen, das kann doch nicht so schwer sein, dieses Ding jetzt aufzusammeln. Jüha! Und vor allem, man muss ziemlich vorsichtig sein, denn die Dinger sind ziemlich empfindlich. Wow! Und man hat einen Affenzahn drauf. Ich liebe die deutsche Sprache. Wisst ihr? Man sagt nicht, ich bin schnell. Man sagt, Alter, ich habe einen Affenzahn drauf. Oder doch nicht? Ich dachte, hier wäre eine Truhe. Hä? Ich könnte schwören, hier war eine Truhe. Oder nicht? Echt nicht? Und dann muss ich mit dem Ding jetzt in die Röhre rein? Wow! Ja! Ah, ich muss das Ding wegwerfen, sorry. Also, die Mühen waren definitiv umsonst, die ich gemacht habe. Aber was dann? Nein, ich habe irgendwas übersehen. Hier ist Safe Call kein Stern drin. Das ist einfach nur so ein... random Nebenlevel, oder? Ciao mit dem Gumba! Auch wenn man hier gar nicht mal so einfach rüberkommt. Da, Mist. Also ich hatte doch, glaube ich, eine richtige Erinnerung. Und zwar muss da irgendwo eine Art Truhe sein. Aber wo? Wo findet man die... Nein! Oh mein Gott, das war knapp! Ui! Beinahe hätte ich das Zeitliche gesegnet. Hier ist eine Kokosnuss. Tschüss, Kokosnuss, war ich nicht extra. Aber was dann? Wo findet man den letzten Stern? Guck mal, beim Panzerschwimmen drücke ZL kann man drücken, um zu bremsen. Okay. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ach, ey, ich bin so ein Vollidiot. Brr. Voll dran vorbei. Ärgerliche Momente. Aber egal, machst du nichts. Ne? Das ist ja kein Sau. Zeitaufwand, das wollte ich sagen. Und mit ZL kann ich bremsen? Oh, cool. Das geht tatsächlich. Okay, Mario, bitte mit genauso viel Schwung wie vorhin. Hui! Genau so. Okay, dann testen wir mal diese Truhe am Rand. Aha! Ich wusste es, ich wusste es. Ja, ich habe mich noch ganz grob an diese Stelle erinnert. Wow! Das ist ja echt ein Secret Level, was wir hier gerade random gefunden haben. Oh, die Mucke! Was wir random gefunden haben. Hallo! Ich glaube, du musst mir einmal rüber folgen. Auf ganz entspannter Basis. Und dabei darfst du nicht ins Wasser fallen, denn Wasser ist dein Kryptonit. Hey, fall nicht runter! Folg mir! Danke! Ich glaube, das Ding kann wirklich einfach runterfallen und das ist ziemlich ärgerlich. Ich wusste es. Und da haben wir das erste Mal die Eisblume.
Geil, sehr, sehr geil. Boah, das ist schön. Das ist definitiv schön. Und dieses Ding müssen wir jetzt hier gemeinsam rüberlocken. Und es darf halt nicht runterfallen. Das ist halt der springende Punkt. Geil, und da ist der Stern. Wow, das war wirklich eine krasse Kombination. Wir haben jetzt das allererste Mal auch die Eisblume erlebt. Ah, ist das geil, ist das geil. Ja, die Eisblume hat schon Swag. Die hat definitiv Swag. Da ist das Ding. 5 Sterne haben wir bis heute. Hey! Eingesammelt. Genau, das wollte ich sagen. Sehr verwirrend. Sehr cooles Level auch, vor allem jetzt gerade, wo wir uns ein bisschen umgeschaut haben. Anflug auf Tempokomet. Ich glaube, wir müssen den Kometen wahrnehmen, weil ansonsten macht er den Schuh so wie Kahn. Jelelele. Tempokomet bedeutet, das wird jetzt auf jeden Fall ein Level nach Zeit werden. Aber kein Problem. Ich meine, in jedem Level sind wir relativ gut vorangekommen. Tempomodus. Himmelkorridor. Aber welchen Stern müssen wir einsammeln? Ach, Bro. Okay, das bedeutet, wir müssen wieder den Unterwassertunnel einsetzen, nicht wahr? Hä? Bro, wir starten ja sogar direkt hier, hä? Bro, gib mir doch mal eine vernünftige Herausforderung. Also, ich sehe kein Problem. Ach, noch nicht mal. Tempokorridor, weil die Gegners so schnell geworden sind. Das ist der einzige Unterschied, lel. Ja, wir machen mal den... Oh, Bro, da hatte ich aber einen krassen Denkfehler. Kein Problem, wir haben genug... Noch einmal bitte. Genügend einzelne Ron Weasley-Ups eingesammelt. Kann man nicht sogar... Safe kann man sogar. Aber man sollte gut landen. Wenn man so springt, sollte man dementsprechend gut landen. Noch einmal bitte. Thank you so much, my boy. Da ist zu weit weg, wie scheint. Das ist wirklich leider zu weit weg. Boing, boing, boing. Ah, guck mal. Ein Speed-Teil ist sogar hier als grobe Orientierung, damit wir wissen, dass wir hier stehen müssen. Damit wir nicht unbedingt ein flacher Fisch werden. Ciao. War mir eine Ehre. Wo geht's als nächstes weiter? Wie haben wir das vorhin so schnell hinbekommen? Da haben wir echt Shortcut, da waren wir Shortcut LP. Okay, das Ding macht einfach nur seine Runden, wie Formel 1 Piloten. Dreht seine Runden wie Beyblades. Hallo. Ciao. Tschüss. Oh oh. Oh nein! Oh nein! Oh! Das ist das Coole, in Anführungszeichen Coole an Mario Galaxy. Was heißt das Coole? Mario Galaxy ist extrem langsam, was das Movement angeht. Und wenn ich sage, Mario Galaxy ist extrem langsam, dann meine ich das auch. Mario Galaxy ist ziemlich langsam. Wir hatten bisher in keinem einzigen Part solche Probleme wie heute. Wegen dem langsamen Movement. Kann man nicht einfach hier rüberjumpen? Hä? Nein, das schafft man. Das kann man definitiv schaffen. Die Frage ist, wo wir da hinkommen. Wir müssen ja prinzipiell auf die andere Seite, nicht wahr? Noch einmal bitte. Das schafft man. Ich sag's doch. Guck mal, so eine Abkürzung ist das also. Geil. Dann müssen wir nicht diesen ewig langen Weg am Anfang nehmen. Was auf Dauer ziemlich unangenehm werden kann. Geil, weiter geht's. Das haben wir auch gut angestellt. Wie einen guten Mitarbeiter, Friendos. Ich warte lieber. Na, wir haben ja keinen Zeitdruck. Auch wenn das Ding hier Tempokomet heißt, haben wir keinen
Zeitdruck. Bam, bam. Komm zurück. Dankeschön. Hier sind wir safe. Hier bei diesem, auch wenn das sehr unsafe aussieht, sind wir hier tatsächlich safe. Oh oh. Nein! Oh nein! Ich hab schon meine Brücke gewartet! Oh. Wow. Ich bin begeistert, wie ein Spukschloss. Dass wir hier gerade. Habt ihr gerade diesen Fußtritt gesehen? Das war amazing! Das war beeindruckend! Ziemlich beeindruckend! Noch einmal bitte! Bitte helfen Sie mir in diesem Level! Und hier, wo dieses Ding ist, das ist die Markierung. Die Markierung fürs Überleben. Und dann hoffe ich einfach mal gleich, dass wir das schaffen. Aber guck mal, die ganzen Fails haben wir nur, weil ich relativ schnell handle. Wie Broker. Ich meine, wie Trader. Every day, every night trading und so. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so lange an diesem Level sitzen. Aber ey, das ist cool. Das ist cool. Komm nochmal zurück. Und so ein Long Jump, der extrem langsam wirkt. Wir können einfach rüber. Diesmal können wir einfach rüber. Und diesmal werden wir nicht. Oh nein! Okay, einfach hier hin. Ich würde sagen, diesmal werden wir nicht so ein krasses Problem haben. Um kein Risiko einzugehen, nutzen wir diese Abkürzung und wir haben es geschafft. Das war der Tempo-Komet in dieser Galaxy, Mario Galaxy. Ja, ja. Bam, bam. Ba-ba-ba-bam. Du-du-dum. Ja, das war beeindruckend tatsächlich. Ziemlich beeindruckend. Kann man nicht anders sagen. Wow. Okay, war cool. 31 Sterne, damit sind wir richtige 31er, glaube ich. Freunde, was war das bitte für ein spektakuläres Ende in diesem Part? Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn dies der Fall ist, würde es mich mega freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert den Umlautmann. Danke an die Elite-Umlaut-General-Member Basti the Dark Empire, Cyprix Games, Maria, Kleindamp hier, Svensemann und Florian und natürlich auch an alle anderen, die auf diesem Channel aktiv sind. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.